Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei Doctor's Kitchen Talk. Sie kennen uns, die liebe Georgia Tessaro von unserem Team und mich, Dr. Friederike Wiechel. Und heute haben wir ein richtig leckeres Rezept für Sie wieder vorbereitet, so wie immer eigentlich. Heute geht es mir darum, Ihnen mal zu zeigen, wie man, ja, auch wenn man Osteoporose hat, Sie wissen, wenn die Knochen brüchig sind und manchmal auch brechen dann, wie Sie da aber doch sich das ein oder andere Mal was Gutes tun können und mal so richtig schlemmen dürfen. Georgia, was kochen wir? Was backen wir? Wir backen eine wunderbare Mandelkuchen ohne Butter und ohne Mehl. Oh. Unglaublich. Lecker. Das klingt richtig verlockend und ich bin gespannt gleich, wenn wir beginnen. Aber noch vorab möchte ich Sie einfach mal darauf aufmerksam machen. Osteoporose, denkt man ja immer, das gibt es nur bei älteren Menschen. Wenn man alt und grau ist, dann so über 70, dann beginnen die Knochen brüchig zu werden. Die Knochensubstanz baut sich ab, der Knochen wird porös. Aber das stimmt gar nicht. Mittlerweile betrifft das wirklich auch viele, viele jüngere Menschen. Und es ist erschreckend in der Sprechstunde, wenn die mit ihren Befunden von der Knochendichtemessung kommen. Das Skelett wird ja in der Kindheit gebildet, aber bis zum 40. Lebensjahr, vielleicht noch länger, bildet sich die Knochendichte immer wieder. Und das ist natürlich entscheidend davon abhängig, was sie auch essen. Dafür braucht es Nährstoffe. Das ist nicht nur erblich bedingt und es braucht auch nicht nur Kalzium. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und das wollte ich Ihnen einfach nur mal mit diesem Rezept auch ein bisschen darlegen und Ihnen erklären, was es alles braucht, um gesunde Knochen zu haben. Und jetzt legen wir los. Legen wir los. Also ich möchte nur kurz über die Zutaten sprechen. Mhm. Was wir heute für dieses Rezept brauchen, sind 350 Gramm geschälte Mandeln, 3-4 Stunden eingeweicht, abgesieben und gut gespült. Das kennen Sie schon von uns. Ja. Nüsse brauchen wir viel. 150 Gramm Kokoszucker, 200 Gramm Schafquark, 4 Eier, ein bisschen Aprikosenmarmelade oder eine andere Pfirsich. Pfirsichmarmelade. Nektarine vielleicht. Ja. 4 Eier, Nelken. Komisch, gell? Ein bisschen dunkle Schokolade, vegan. Und ein klein bisschen Mandelmilch. Wunderbar. Na dann. Zuerst müssen wir Eier mit Kokosmilch einmontieren, mit dem KitchenAid. Mit Kokoszucker meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Kokosmilch. Ach so, Entschuldigung. Mit Kokoszucker. Du passt immer so auf. Mit Kokoszucker. Zucker, liebe Zuschauer, normaler Haushaltszucker, der hat ja eigentlich wirklich nur die Süße. Da sind keine wertvollen Mineralien, Vitamine mehr drin. All das Gute wurde entzogen und auf das Süße wurde gesetzt. Damit ist es sehr isoliert. Und Zucker ist ein wahrer Nährstoffräuber. Das heißt, das zieht viel ab, das verbraucht viel B-Vitamine zum Beispiel. Und was wir wollen ist, wir wollen ja Nährstoffe geben. Kokoszucker hat eine gute Süße, aber hat vor allem viele Mineralien, einen guten Mineralstoffkomplex. Und das ist bei Osteoporose wirklich zu bedenken, dass wir nicht isoliert nur Kalzium geben. Denn wer isoliert nur Kalzium gibt, der hat dann vielleicht mit einem Überschuss zu kämpfen. Und dieser Überschuss ist toxisch für den Körper. Der kann die Eisenaufnahme hemmen, der kann zu Nierenstein führen. Sie kennen die bekannte Kaltschulter. Also das ist ein bisschen einfach zu sagen, es liegt nur am Kalzium. Super. Wenn die Eier
eine Raumtemperatur haben, werden sie schneller... Montieren sie schneller ein? Genau, ja. Werden sie schneller schäumig. Das super. Ist so gut. Das ist ja eigentlich so eine Masse für einen Biskuitboden, oder? Wie man so kennt. Ja. Mit Eiern und Zucker schlägt man es auf, dann hebt man Mehl unter, das wäre ja schon ein Biskuitboden. Ja, ne? So wie ein Pan di Spagna. Genau. Jetzt müssen wir die eingeweichte Mandeln sehr kleinen. Die Mandeln, liebe Zuschauer, machen diesen Kuchen übrigens so wertvoll. Weil Mandeln haben eine wirklich oder sind eine großartige Kalziumquelle, vor allem natürlich im rohen und ungesalzenen Zustand. Und Nüsse bitte immer, wenn Sie die so ja, zwischendurch in großer Menge essen, nicht unbedingt zur Mahlzeit, sondern dann zwischendurch. Jetzt machen wir natürlich einen schönen Kuchen draus, wir wollen ja auch schlemmen, aber einfach für die Zukunft. Wirklich ganz fein sein? Nein, nicht ganz klein. Okay. Noch ein bisschen und dann... Könnte man das auch im Hochleistungsmixer machen? Ja, okay. Ich wollte das sagen, ja. Also für kleine Menge, jetzt ist schon fast zu viel, benutze ich den Stabmixer. Mit Aufsatz? Und ja. Sonst den Hochleistungsmixer? Und sonst eine Hochleistung. Okay. Nüsse sind auch, gerade Mandeln, das sind die eigentlich... mit am wertvollsten, weil die sind wirklich sehr alkalisch. Ne? Phosphorose ist ja auch ein Problem der Übersäuerung. Der Körper geht an seine Substanz und zieht sich dort eben die Nährstoffe, weil er sie nicht mehr über die Ernährung bekommt und aus dem Gleichgewicht ist. Und dicht gefolgt nach Mandeln sind Pekannüsse. Pekannüsse liebe ich auch. Pekannüsse, ja. Oh, super lecker. Die so leicht geröstet und auch Baumnüsse. Ne? Baumnüsse haben wir ja auch schon Rezepte gemacht, die haben ja diese Form auch von dem Gehirn, das ist wahres Hirnfutter. Okay. Toll. Darf ich die Schüssel auslecken? Ja, aber sehr gerne. Das mache ich jetzt aber nicht mit den Fingern, weil wir sind im Fernsehen, sondern mit dem Löffel. Genau. Super schön. Also dann lasse ich noch etwas übrig. Ich bitte darum. Extra für dich. Ich bitte darum. Das ist das Leckerste. Das sollten Sie auch tun. Und darauf nicht verzichten. Das erinnert an Kindheitsträume. Ja, das ist wahr. Und nicht nur. Der Kokoszucker ist auch so ein bisschen karamellig, finde ich. Ja, deswegen lieben wir das. Man spürt wirklich, dass es nicht einfach nur Süßkraft ist, sondern... Es hat einen Geschmack. Einfach viel mehr. Ja. Schafquark dazu. Man weiß ja, Milchprodukte haben viel Kalzium, aber liebe Zuschauer, das ist eigentlich eine große Lüge, weil Sie wissen ja, die Milch ist für die Kuh und nicht für uns Menschen. Und das Kalb hat ganz andere Voraussetzungen im Wachstum als ein kleines Menschenkind. Und deswegen noch dazu die hormonelle Belastung, die Antibiotika-Belastung der Kühe. Die Information von zigtausenden von Kühen und nicht mehr von der eigenen Kuh im Garten, wo man noch die Rohmilch bekommt. Also hier die Milch als Kalziumquelle zu verwenden, ist wirklich nicht gut. Aber in unserem Rezept wird es einfach eingebettet und verteilt sich und ist gut zu tolerieren. Könnte man veganen Quark nehmen? Ja, könnte man auch. Vegan Joghurt oder so? Vegan Joghurt, ein bisschen Mandelmilch, Mandeljoghurt, weil wir schon ein bisschen Mandelmilch haben. Also da können Sie einfach mal ausprobieren. Die Eier müssen wahrscheinlich sein, oder? Ja. Was ich sagen wollte, wenn wir mit einer so schäumigen Masse arbeiten, immer mit den Spachteln, So ein Gummispachtel. Gummispachtel. Von unten nach oben. Und warum? Und vorsichtig, weil sonst das Luft geht kaputt und das bleibt nicht mehr so schäumig. Ach so. Ja. Dann, das wird später ein bisschen flüssiger, weil die Masse muss so wie, ein bisschen wie eine Crepe-Teig sein. Ich zeige. Okay, Nelken.
Nelken kommen da rein. Ja, nur 3-4 Stücke. Nelken kennt man ja so, ja, auch aus der Weihnachtsküche. Ne? Ja, oh, das Nelken darf ich das oder da einfach so auf einer Nelke kauen, wenn Sie Zahnschmerzen haben oder Nelkenöl ist ganz das stark. Das habe ich schon gehört. Ne? Ja. Antibakteriell, nur antimikrobiell, weil es auch gegen Viren, Pilze. Ein Tipp: Wir müssen die Nelken hacken, aber wie? So eine kleine Menge kann man das nicht mit einem Mixer machen, oder? Aber mit einem Messer? Auch mit einer Flasche. Eine ist gesprungen. Ach so. Hörst du? Ja, ja, das knackt. Tolle Idee. Es wird nicht perfekt, aber es funktioniert. Das heißt, wir brauchen einfach so ein bisschen die zermahlenen Nelken. Man könnte auch einen Mörser nehmen. Ja. Das wäre ja perfekt, das wäre idealer. Mhm. Sollen wir das da reingeben? Ja, danke schön. Das lassen wir weg, es ist ein bisschen... Ist ein bisschen groß, okay. Genau. Ich helfe dir. Wunderbar. Danke. Auch das wird untergehoben. Ja. Und die Mandeln. Soll ich das machen, oder? Ja. Danke. Vielleicht. Dann kannst du rühren. Ja, sehr gerne. Danke. Die Masse ist jetzt so ein bisschen leicht klebrig. Soll das so sein, Georgia? Ja, es sollte noch ein bisschen flüssiger sein. Nee, ich meine hier den Mandel, die Mandeln. Ah, ja, weil die eingeweicht sind. Okay. Das heißt Mandelmehl. Könnte man auch Mandelmehl nehmen? Das müsste man dann nicht einweichen. Ja, man könnte, aber... Oder wird es dann trocken? Nein, es wird nicht trocken, aber ich mag, wenn ich die kleinen Mandelstücke unter die Zähne spüre. Genau. Ja. Und das Originalrezept von Georgia Pissarro ist deswegen mit Mandeln? Ja. Wunderbar. Siehst du? Ja, sehe ich. Kommt jetzt noch Zitronenzeste rein? Ja. Mhm. Könntest du das bitte reiben? Von dieser Seite. Hier, Zitronenzeste. Zitronen kennen Sie ja als Vitamin-C-Spender und Sie kennen bestimmt auch die Seemannskrankheit, Skorbut, ne? Knochenbrüchigkeit. Und das macht einem auch, oder das zeigt einem die Bedeutung von Vitamin C auch im Rahmen der Knochenheilung, Knochenfestigkeit, niemals vergessen und so täglich eine Zitrone aufgepresst mit Wasser, gleich nach dem Aufstehen, gerne auch vor dem Schlafen, ist gut für Knochen und die Leber. Dankeschön. Bitteschön. Und jetzt noch ein klein bisschen Mandelmilch. Mhm. Das heißt einfach nur so 50 Milliliter. Ja. Genau. Ein halbes Glas Mandelmilch, also so 100 Milliliter, 50, 100 Milliliter, je nachdem, wie Ihre Masse ist. Genau, ja. Der Teig ist wirklich schön, ja, nicht ganz flüssig, aber auch nicht ganz fest. Ja. So. So muss es sein. Jetzt nehmen wir eine Kuchenform. Mhm, das ist so eine Tartform, die wir hier haben, ne? Oder? Pizzaform. Pizzaform, ja. Wichtig ist, denn Backpapier muss an den Seiten. An den Seiten sein. Und du hast ein bisschen Wasser unten reingemacht, dass es klebt. Ja. Wasser. Auch ein guter Tipp. Ne? Ich kenne das nur mit Öl oder so ein bisschen runter. Nur ein paar Tropfen. Aber Wasser hilft auch. Ach so. Mhm, ich gehe mal aus dem Weg. Du bist nie im Weg. Oh. Jetzt sag mal, bei wie viel Grad kommt das jetzt in den Ofen? 170. Und sollte der Ofen vorgeheizt sein? Ja. Okay. Das heißt, das machen Sie lieber zuerst, ne? Den Ofen vorheizen. Ja. Dann können Sie die Masse direkt in den Ofen schieben. Wird der noch ein bisschen aufgehen oder nicht? Nein. Es bleibt ungefähr so. Okay. Ja. Aber nur eine Kleinigkeit, das ist nicht obligatorisch, wer mag, kann ein bisschen dunkle Schokolade obendrauf geben. Mhm.
das ist schön. Schokolade hat ja auch ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe, hat Magnesium, Kalzium, ne? Gerade Rohkostqualität, nicht in den größten Mengen, aber doch auch eine Quelle, wo sie Mineralien beziehen können. Diese Torte, diese Kuchen, es backt sehr, sehr schnell. Mhm. Das heißt, auf das Rezept haben wir vielleicht 20 Minuten oder noch mehr geschrieben. Aber ich habe gemerkt, nach 15 Minuten könnte schon gut sein. Okay, kommt also darauf an, was wir für einen Ofen benutzen. Muss man einfach ein bisschen schauen. Ja, auch weil das nur die Eier müssen natürlich garen. Mhm. Aber es gibt kein Mehl, es sind nur Mandeln. Deswegen ein bisschen aufpassen. Und macht man dann den Gabeltest oder woher weiß ich, dass es gut ist? Die Farbe. Okay, also wenn es so gebräunt ist wahrscheinlich, ja, ne? Wenn das gebräunt ist, es ist wirklich top. Jaja, top, perfekt. Perfekt. Ich wollte Wort wechseln. Kommt alles in den Ofen und dann? Und dann, so wie immer, wir haben uns schon vorbereitet. Siehst du, das ist, also ohne Spaß, ich denke, das ist die einfachste Kuchen, die ich machen kann. Wow. Das sehen Sie, liebe Zuschauer? Toll. Ja. Das ist, ich könnte mir das auch gut einfach nur so als kleine Häppchen zum Tee oder zum Kaffee vorstellen. Ja. Weißt du, so quadratisch geschnitten mit einem Zahnstocher drin. Genau. Super lecker. Weißt du wieso? Saftig auch. Ich hab gemerkt, muss man nicht unbedingt wie ein Pan de España oder es gibt auch einen anderen Namen, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie so einfach so ein Biskuitteig. Biskuitteig. Das kann man das einfach so essen. Mhm. Es ist gut so, weil es ist nicht trocken, es ist weich, man spürt die Feuchtigkeit vom Ricotta. Mhm. Aber wir machen das natürlich jetzt ein bisschen mehr pompös. Pompös, nicht zu viel. Und wunderbar. Dafür. Ich kann das machen? Ich stehe hier so? Sehr gerne. Also ein paar Löffel. Soll ich den Herd erhitzen? Ja, danke schön. Die erste genau auf Maximum. Drei. Was ist das hier? Aprikose. Marmelade. Weil wir werden jetzt die Torte mit Aprikosen und dieser schwierige Name Pfirsich dekorieren. Und was mache ich jetzt mit der Aprikosenmarmelade? Einfach ein bisschen erhitzen. Ich gebe dir ein paar Tropfen Wasser. Das ist gut. Aprikosen, liebe Zuschauer, sind eine richtig gute Eisenquelle. Haben Sie vielleicht auch nicht gewusst. Drei Aprikosen am Tag sind gut für Ihre roten Blutkörperchen. Aprikosen haben aber auch Silizium. Und Silizium, also die Kieselsäure, ist auch eine wichtige Substanz für den Knochen. Ne? Noch dazu ist Silizium wichtig, um das Aluminium ja quasi zu binden im Körper. Und wir alle haben ja leider eine sehr hohe Aluminiumbelastung. Das rieselt vom Himmel und ist ubiquitär verbreitet in Kosmetikprodukten, in der Nahrung, überall. Und ja, das wollte ich Ihnen eigentlich sagen. Und natürlich das Vitamin C. Ne? Jetzt in der Marmelade natürlich nicht mehr so viel enthalten, aber Georgia, Sie sehen dort, hat schon geschnitten und wird wahrscheinlich den Kuchen noch mit Aprikosen, Pfirsichen garnieren dann. Und Vitamin C, auch Vitamin D übrigens. Ne? Vitamin D ist ganz, ganz wichtig für die Kalziumaufnahme dann aus dem Darm. Vitamin D ist ein wichtiger Regulator im Knochenstoffwechsel. Nicht vergessen. Zweimal im Jahr Vitamin D bitte testen lassen. Ich wollte nur ganz kurz erklären. Mhm. Weißt du, wieso wir die Marmelade mit ein bisschen Wasser aufkochen? Nein. Weil das wird das Gelee von unserer Torte. Weil Früchte sind immer schön. Also mit Früchten dekorieren, es ist immer sehr schön. Aber es ist schön, wenn wir das sofort servieren. Mhm. Und wenn wir eine Torte, einen Kuchen vorbereiten und das muss eine Nacht im Kühlschrank bleiben, die Früchte werden immer so ein bisschen... die oxidieren, ein bisschen braun, ja, manchig.
und mit ein bisschen Marmelade obendrauf, es bleibt perfekt. Glanz. Glanz. Mhm, schön. So frisch. Bin ich gespannt. Du, das ist jetzt hier ziemlich flüssig. Ist das gut so oder noch mehr? Noch ein bisschen mehr. Es muss ganz kurz köcheln. Okay, dann mache ich mal ein bisschen höher. Ja, und dann, weil jetzt es gibt noch, wir haben natürlich eine Marmelade benutzt, die wir gemacht haben. Mhm. Aber es gibt noch ein paar Stücke drin. Mhm. Und wenn wir eine schöne glänzende Marmelade brauchen, müssen wir das kurz abpassieren, absieben. Absieben hier mit dem Sieb, dafür haben wir das schon vorbereitet. Okay. Und ich schneide in der Zwischenzeit die Früchte. Das ist schön, wunderbar. Georgia dekoriert und ich warte noch, dass es anfängt zu köcheln. Ja, Sie sehen, in diesem Rezept haben wir wirklich gar nicht so viele Inhaltsstoffe, also Zutaten meine ich. Wir haben eigentlich wenige, die Sie brauchen, um diesen leckeren Kuchen zu backen, aber er ist wahnsinnig knochenfreundlich und das ist auch das, was Sie sich auf die Stirn schreiben sollten, wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Knochen sind gegebenenfalls schon brüchig oder Sie haben nicht die gesündeste Lebensweise, dann sollten Sie sich darüber Gedanken machen und Ihr Leben knochenfreundlich gestalten. Es ist nämlich auch eine Idiotie zu glauben, dass desto älter ich werde, dass der Knochen dann automatisch brüchig und porös wird. Das stimmt nicht. Der Knochen kann sich wunderbar immer wieder regenerieren. Aber dafür braucht es natürlich viel. Wenn ich zum Beispiel Coca-Cola-Trinker bin, da ist viele Phosphat, das interagiert mit dem Calcium. Wenn ich wirklich mich nicht genug ernähre, wenn ich viele Säuren zu mir nehme, nicht genügend Gemüse, Obst, alles wirklich die Mineralstoffe, die so wichtig sind, dass der Körper nicht in die Übersäuerung rutscht. Auch wenn ich toxisch sehr belastet bin, auch das lagert sich ein im Knochen, das ganze Blei. Wichtig ist natürlich auch der Stress, der den Körper übersäuert. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja auch endogene Faktoren, also die Sie haben im Körper schon durch Stress ausgelöst. Hormonelle Entgleisungen bei den Frauen, auch im Wechselalter. Das kennt man ja bei der Osteoporose, wenn das Östrogen abfällt. Also da kann man schon ganz, ganz viel tun, auch wenn Sie Medikamente nehmen. Ich werde das hier jetzt mal passieren, ne? Georgia? Ja, sehr gerne. Sehr gut, ja. Zum Beispiel die Schilddrüsenmedikamente, aber auch das Cortison. Magensäureblocker interagieren alle mit den Knochen. Also da muss man schon wirklich ein bisschen aufpassen und nicht nur das Calcium schlucken, das einem der Arzt verordnet, weil der Knochen braucht viele, viele Dinge. Calcium, Magnesium, Silizium, er braucht auch Bor. Ne? Bor ist so eine Substanz, die fast vergessen gegangen ist. Bor ist ganz wichtig auch, um das Calcium, Magnesium so richtig in die Zelle zu bringen. Ja, man kann viel, viel darüber sprechen, aber man sollte auch das Leben genießen. Das wollen wir Ihnen heute in dieser Sendung auch zeigen. Schauen Sie sich mal diesen wunderschönen Kuchen an. Ja? Also, gesunde Ernährung heißt nicht nur Verzicht, liebe Zuschauer. Und Georgia sagt uns jetzt, wie es weitergeht. Einfach die Gelee, die du wunderbar vorbereitet hast, darüber geben. Toll. Du machst das so löffelweise, ich wäre so wie ein Bauer und würde das alles so... Warum machst du das so vorsichtig? Weil ich möchte nicht, dass die Gelee auf die Torte geht? Läuft. Einfach ein bisschen... Für den Glanz auf das Obst? Ja. Okay. Aber man könnte natürlich auch die ganze Torte mit Gelee bestreichen. Sie sehen auch hier Himbeeren und Blaubeeren. Ne? Gerade die Beerenfrüchte, die stecken ja voller Lebenskraft. Viele Polyphenole, Antioxidantien, also so richtigen Zell- und Knochenschutz, den Sie dort quasi zu sich nehmen.
Die beliebten Blüten von der Georgia, die kommen jetzt noch zur Dekoration obendrauf. Ich finde ehrlicherweise, der Kuchen ist so schon fast perfekt. Aber noch ein bisschen lila. Wunderschön, Georgia. Ich bin sicher, wir haben die Lust in Ihnen geweckt, diesen Mandelkuchen mit Pfirsich, Aprikose und den restlichen Zutaten getoppt mit Aprikosengelee zu Hause einmal auszuprobieren, oder? Meinst du, die Zuschauer machen das? Ja, ich hoffe sehr. Und wir freuen uns, wenn Sie bald wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.